Ach Mensch. Bin jetzt echt zu blöd für Papyrus-Rätsel. Das könnte klappen, wenn ich jetzt hier außen rum gehe. Dann komme ich nicht mehr raus. Ich krieg alle gelöst, aber ne, krieg ich nicht. Vielleicht kann ich ja zurückgehen. Okay, daran habe ich nicht gedacht, dass ich auch zurückgehen kann. Ja, gut. Wow, du hast es gelöst. Und das ganz ohne meine Hilfe. Unglaublich, ich bin beeindruckt. Dir müssen Rätsel so viel bedeuten wie mir. Ich bin mir sicher, das nächste Rätsel wird dir gefallen. Es ist vielleicht sogar zu einfach für dich. Er läuft schon mal weiter. Ich habe nicht dran gedacht, dass man auch in die Richtung gehen kann. Ach komm. Oh, hi Sans. Warum hast du nicht nach Hilfe gefragt? Ich stand gleich hier. Ja, da waren Stacheln. Offensichtlich. Aha. Hey! Es ist der Mensch. Du wirst dieses Rätsel lieben. Es wurde von der großen Dr. Elphys erschaffen. Siehst du diese Felder? Sobald ich den Schalter umlege, werden sich ihre Farben ändern. Jede Farbe hat eine andere Funktion. Gut, wenn das sind unpassierbar, du kannst sie nicht betreten. Gelbe Felder sind elektrisch. Sie werden dich schockieren. Grüne Felder sind Alarmfelder. Wenn du sie betrittst, musst du ein Monster bekämpfen. Orange Felder lassen dich nach Orangen riechen. Du wirst danach köstlich riechen. Felder sind Wasserfelder. Schimmel, wenn du willst, doch wenn du nach Orangen riechst, werden dich die Piranhas beißen. Und wenn du ein blaues Feld neben einem gelben Feld isst, bekommst du auch einen Stromstab. Violette Felder sind glitschig. Du schlitterst zum nächsten Feld. Doch die glitschige Seife riecht nach Zitronen. Das mögen die Piranhas nicht. Violette und blaue sind in Ordnung. Pinke Felder machen gar nichts. Verrichte sie, wann immer du möchtest. Wie klingt das? Verstanden? Großartig. Eine Sache gibt's noch. Dieses Rätsel ist komplett zufällig. Wenn ich diesen Schalter umlege, entsteht ein völlig neues Rätsel. Nicht einmal ich werde die Lösung kennen. Los geht's. Pinke Felder sind in Ordnung. Okay. Ja. Die Spaghetti von vorhin. Das war keine schlechte Leistung für meinen Bruder. Seitdem er Unterricht im Kochen nimmt, wird er wirklich besser. Wenn er so weitermacht, wird nächstes Jahr etwas Essbares rauskommen. Die Maschine funktioniert nicht. Großartiges Rätsel. Aha. Da mein Hund. Auf dem Boden liegt eine Kiste mit Spitzen. Okay. Vorsicht vor dem Hund. Bitte Hund streicheln. Okay. So, Thema speichern. Der Gedanke, dass der Hund niemals aufgibt, den perfekten Schneemann zu bauen, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Ja gut, den Kopf haben wir aufgegessen. Dieser Hund starrt den Schnee an, in der Hoffnung, in Kunst zu verwandeln.
Grimmen streicheln den Hund. Der Hund startet schnell an, noch von ihnen in Hund zu verwandeln. Nur einen Handschuh. Tja. Dieser Hund sieht sich als Künstler, aber weiß nicht, was er schaffen soll. Es hilft wohl nicht, dass sein Gehirn so groß ist wie ein kleiner Kauknochen. Okay. Oh. So ein Rätsel wieder. Verdammt. Okay. Ein Schneepapyrus. Das ist Sans Schneemann. Mit einem von auf dem Schneehaufen Sans draufgestiegen. Das ist ein Schneeklumpen mit dem Wort Sans in roter Schrift. Tja. Okay. Runterfallen dürfen wir nicht. Verdammt. Muss man ein bisschen geschickt angehen. Verdammt. Einfach alles in Dreiecke verwandeln geht nicht. Verdammt. So, Dreck. So, wenn ich jetzt hier lang rutsche, dann dort lang rutschen. Verdammt. Okay, das muss mehr aufheben. So vielleicht. Ja, sehr schön. Aha. Ist hier irgendwas versteckt dahinter? Ich hab nur Eis auf dem Kopf. Okay. Ein Eisente. Schneeente. Oh, bei Sans. Was geht ab? Augen. Oh, was? Ich kann sie auch schnell bewegen. Giftrotz stellt sich dir gegenüber. Dekorieren. Du hast Wackelaugen dazu, die du am Boden gefunden hast. Fluch die jugendliche Wackelaugen. Oh nein. Wir fliehen lieber.
Sag mal. Mal. Okay. Und wo sind wir hier gelandet? Es ist eine Tür. Aha. Die Lösung für die Tür kennen wir noch nicht. Tja. Die Tür öffnen können wir nicht. Es muss ihm ihre Hand geben. Was geht ab? Ist ein Schneespitz. Wuff. Was für eine kleine Hundehütte. Oha. Hundi. Oh, großes Hundi. Es ist der große Hund. Nein, ich kämpfe nicht. Mist. Verdammt. Spielen. Bin ich aufgeregt genug, um zu spielen. Verdammt. Dreck. Schon wieder ein Game Over. Ich gehe relativ oft Game Over. Viel zu oft. Hier haben wir gespeichert. Oh nö. Und war das Rätsel nochmal? Wir haben das gelöst. Oh nö. Müssen wir die gucken oder was? War das so? Fremd. Irgendwie so ähnlich war das. Geht doch. So schwer ist es gar nicht. Ein Schneehut. Ist ein Schneespitz. Das ist ein Schneespitz. Wer hätte gedacht, ein Schneespitz. Hundi. Ein großes Hundi. Das ist der große Hund. Streicheln. Großer Hund ist zu weit weg zum Streicheln. Streichel ist nur die Luft. Oh verdammt. Wird gewufft. So zwinkern. Du rufst nach dem großen Hund. Er springt auf dich zu und sabbert dein Gesicht ab. Und schlabbert dein Gesicht ab. Verdammt. So zuneigen. Streicheln. Zum legt sich auf den Schoß. Wenn es mit ihm weiter streichelst.
Er fühlt sich so wohl, dass er einschläft. Dann wacht er auf. Er ist aufgeregt. Ich will nicht gewufft werden. Verdammt. Wird mit seinem Schnee stehen. Du hast einen Schneeball und wirfst ihn den Hund zu. Schneeball schlägt am Boden auf. Du sammelst allen Schnee auf in einem Dünger auf und bringt ihn zu dir. Es ist der Hund müde, er legt seinen Kopf an deinen Schoß. Verdammt! Ich muss mich rechtzeitig hinstellen, damit das blaue Dings. Ich verstehe schon. Ich muss das Rätsel auswendig lernen, weil ich das so oft noch machen werden muss. So nicht. So, wie war das? Hier oben. Und dort lang. In der Schnecke am Futter, ja. Verdammt. So nicht. Rätsel sind so einfach, wenn man die Lösung kennt. Schneehut. So, komm, Hundi. Ich kriegen wir hin. Die Musik finde ich spitze. Generell die Musik in diesem Spiel. So, zuwinken. Du rufst nach dem großen Hund. Er springt auf dich zu und schlappert sich ab. Verdammt. Das hat man nicht so kapiert. Streicheln. Der große Hund legt sich auf deinen Schoß, dass du ihn weiter streichelst. Er fühlt sich wohl. Seilen schläft. Ach. Dann macht er auf. Er ist aufgeregt. Nicht rufen! Verdammt. Handschuhe ausgerüstet. Verdammt! Ich muss das noch üben mit den Speeren. Ich muss mich an eine Stelle setzen, bis dann. Das habe ich jetzt ziemlich. Schicksalikt in deinen Händen. Zu viele Game Overs. Ja. Zum Glück muss man hier noch vom letzten Checkpoint aus. Scheint zumindest erstmal keine Auswirkungen zu haben. Und wahrscheinlich da später noch irgendwas. Weil ich ein richtig schlechtes Ending haben. Verdammt! Ich war zu voreilig. Konzentration beim Spielen. Das holen wir uns für unseren Eishut. Na komm. Mit ein bisschen Konzentration kriegen wir das hin. Großer Hund. Wenigstens die Musik ist super. Zu winken. Ach Trick. Das muss glaube ich ein bisschen weiter hinten sein. Streicheln. Verdammt. Jetzt bin ich daran gestorben. Verdammt.
ja, kann sich nur noch um Stunden handeln. Bin schlecht. Ja, komm. Hübsche Statuen. Hätte ich gemusst. Bin so unkonzentriert. Ich kenne den Weg doch schon. So, geh doch. Schwierig. Großer Hund. Das hatten wir schon 5 Mal. Drei guten Dinge sind 5 und 20.000 Millionen. So zu winken. Nein. Nein. Sehr gut. Streichern. Ist aufgeregt. Nein. 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 Spielen. Puh, sehr gut. Sonnen durch deine Streicher erhalten. Das nur Streich ist, legt er sein Gewicht auf, ganz Gewicht auf dich. Du wirst langsamer. Aber du hast noch immer nicht genug gestreichert. Verdammt. Nein. 40%, oh Mann. Streichern. Streich ist heftiger. Streichkapazität erreicht 100% und legt sich mit hochgelegten Pfoten auf den Boden. Wuffs ausweichen. Großer Hund ist glücklich. Verschont. Sehr schön. Gewonnen, du bekommst nur XP und 40 Gold. Eine Menge Gold. Und die. Und die ist falsch schon in der Rüstung. Ist nichts. Eine lange Brücke. Aussicht genießen. Und weiter. Oh. Mensch! Das ist die letzte und gefährlichste Herausforderung. Sicher! Der Spießrutenlauf des Schreckens. Hundi, ja, Hundi angeleint. Wenn ich das Wort gebe, wird er attackiert zu werden. Krautfutter, Stacheln, Schwerter, Hund. Der Teil wird hoch und runter schwingen. Die Gewinnchancen werden winzig sein. Bist du bereit? Denn ich werde gleich anfangen. Na, was hält dich zurück? Was mich zurückhält? Ich werde es jetzt aktivieren. Das sieht mir nicht besonders deaktiviert, nicht besonders aktiviert aus. Ja, die Herausforderung erscheint vielleicht nach des unsicheren Sieg zu schnell. Genau, wir sollten es nicht nutzen. Ich bin ein Skelett mit Prinzipien. Meine Rätsel müssen fair bleiben. Und meine Fallen sind mit Expertise erstellt.
Aber diese Methode ist zu dicht. Das hat keinen Stil. Entfort damit. Pum. Was starrst du, es war ein... Es war erneut ein bedeutender Sieg für Papyrus. Yes, yes, yes. Hey. Hey. Okay. Und ich weiß nicht, was mein Bruder jetzt machen wird. Wenn ich du wäre, würde ich sicherstellen, blaue Angriffe zu verstehen. Ich bin dabei, das zu lernen. Was blaue Begriffe, Angriffe bedeuten. So, wir sind in Snowden angekommen. Willkommen in Snowden. Können wir die Blume mitnehmen? Können wir nicht. Willkommen in der Stadt Snowden. Okay, bevor wir hier bevor wir Snowden erkunden, mache ich eine kurze Screenpause. Und ich schicke euch heute mal nicht in den Warteraum. Das letzte Mal, als ich euch in den Warteraum geschickt habe. Ja, musste ich das nochmal. Muss zum letzten Speicherpunkt nochmal und das nochmal. Ja. Ich lasse jetzt dieses wunderschöne hübsche Bild hier und. Ja. Bis gleich. Mal eine kurze Pause.